zu einer neuen Among Us-Folge. Ihr habt euch ja nach dem letzten Video nochmal gewünscht, dass ich das nochmal hochlade. Dabei sind Vless, Giggles, Bart, Chicken, Mon, Dalukat, Parzival, Lumenti, Baso, Teste, Crunchy, RXZ, ich. Und ich freue mich, es sind wieder viele Rollen dabei, alle unten in der Beschreibung verlinkt. Und genau, da fangen wir an. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt Sheriff in der Runde, freue mich sehr. Und meine Community sagt euch auch wieder Hallo, falls ihr so mal live dabei sein wollt. Kommt auf www.twitch.tv/live. Ist immer sehr lustig. Und lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Let's go. Kann ich skippen? Ja, man kann nicht skippen, das wusste ich auch nicht. Bartwend? Warum wurde der Knopf gedrückt? Weil ich einen Witz machen wollte. Aber wo ist denn der Witz jetzt eigentlich? Nee, das ist jetzt hinfällig, weil ich will ja gar nicht rausfliegen. Ach so, ein Witz also. So. Na dann. Nein. Du siehst ja auch gar nicht so aus heute, ne? Das ist richtig. Da fasst der Skin wohl. Dalukat! Deswegen legt man sich nicht mit mir an, Dalukat. Speedrun. Das war Baso. Du hast keine Stimme bekommen, oder? Baso, hast du eine Stimme gehabt? Das war Joker, oder? Das war Joker, oder? Das war Joker. I know it. Er hat ist nicht dein Ernst. Doch, das ist oh mein Gott. Wie wahrscheinlich ist es, dass Blesk sagt, Jester muss man rausgeworfen werden, Dalu mit Jester drückt auf den Knopf und fliegt. GG, Dalu hat sehr gut gespielt. Mega, danke schön. Hast du das jetzt bewusst so gemacht? Speedrun. Ja, das hab ich bewusst so gemacht, ja. Krass, Alter. Glaub ich dir nicht. Hey, als ob du jetzt Jester geworden bist. Nice. Das war eine gute Runde, vielen Dank. Ich hätte so gerne mit dir die Lover-Runde gespielt. Was? Ja, gut, schön. Ne? Ja, hat Spaß mit euch gemacht, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Habe auch gerade die Anmod gemacht, ne? Super. Ja. So, ziehst du dich jetzt wieder passend an, Dalu? Warum habe ich jetzt eine andere Farbe, hallo? Ich möchte jetzt Sheriff werden. Ja, wehe, ich sag's dir, wehe. Oh Mann. Ey, dann lache ich, wenn du jetzt Sheriff wirst. Ey, ich bin so ein fieser Verbrecher. Oh. Mom muss raus. Hast du jetzt alles, was du kriegst, Dalu? Das war, das Geile war so, Vless sagt halt, ja, du musst Jester werden, also als Jester musst du raus, und bei mir steht halt, du bist Jester in dem. Okay, gut, dann versuchen wir das mal. Das kannst du als YouTube-Short hochladen. Ja. 15 Sekunden runter, wenn überhaupt. So, was bin ich? Hallo, als Hacker ja, kannst du ab und zu auf deinen. Ah, ich bin ein Ingenieur! Ich geh mal zu Records. Oh, hi, Crunchy. Hey. Hey, magst du ein Crunchy sein? Oh, bitte töte mich nicht. Put your records on. Tell me your favorite song. Wieso liegt hier ein Riesenstift? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Achso, ich muss hier runter, ne? Ich bin so lost, ey. Kennt sie sich nicht aus, oder? Oh, soll ich rausspringen? Nee, ich zeig mich nicht. Guck mal, sie wartet, wie süß! Sie wartet, das ist ja lieb. Okay, ich weiß nicht, ob sie jetzt das erste Mal schon spielt oder ob sie lieb ist. Oder ob sie mir was tut, ich weiß es nicht. Wir werden es mal sehen. Ich habe keine Ahnung. Aber sie hat gefallen an meinem Ass. Oh Mann, jetzt ist es schon wieder aus. Repair ich das jetzt mal. Das ist lustig. Oh, da kann ich was machen. Was mache ich da jetzt? Oh ja. Boah. Boah, es ist schrecklich. Boah. Das hört sich ja wirklich schrecklich an. Das hört sich ja wirklich fürchterlich an. Ja, also wie gesagt, ich muss aufpassen, es gibt ja einen Evil Guesser. Ich darf jetzt nicht zu viel zeigen. Es wird jetzt ein Geheimnis unter mir ein Crunchy bleiben, was ein zu der Evil Guesser mich umbringen und weiß sofort, ich bin Ingenieur. Gibt es eigentlich immer einen Evil Guesser? Oder wie sieht's aus? Weiß es jemand? Ich weiß es gar nicht. Habe ich hier auch noch irgendwo mal eine Task? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kann Crunchy mich auf jeden Fall decken. Hallo. Oh, what?
Oh mein Gott. Hat aber jemand zugeschlagen? Moment, warum ist das so ein Tim Horus-Ding? Oder warum sieht er ja. Ja. Okay. Das ist wirklich, also, sobald er nicht dabei ist, müssen wir jetzt sagen, 3 Leute. Okay. Auch wenn er dabei ist. Oh mein Gott, ja, wenn er dabei ist, macht er das ja selbst. Ja, ich hab ein Hühnchen gefunden. Unten bei diesem. Ach, scheiße, wie heißt das? Wo man auf diese Plattformen draufgehen kann, unter Licht quasi. Und ich habe da gerade auch noch Leute gesehen. Ich weiß aber leider nicht, wer den Kill gemacht hat. Also ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß nur, dass da Leute waren. Ja. Der ist nicht ganz frisch. Also ich war vor so 5 bis 10 Sekunden an Lifeline. Da waren schon alle. Wo ist denn die Lifeline? Ganz unten rechts. Ah, okay. Also nur und ich waren zusammen auf der Toilette. Ja. Oh, da war ich auch gerade. Das war sehr interessant. Hab ordentlich sauber machen müssen, leider. Ich hab da viel gesehen. Es geht noch brauner, als ich gerade bin, nicht wahr? Oh Gott. Okay. Ja, also sie kann es nicht sein, aus meiner Sicht her. Aber ja, ich kann dich auch decken, Crunchy. Welche neutralen Rollen haben wir? Also welche sind Jester haben wir. Ich glaube, alle sind an, außer dem Lawyer. Also da Karl auch? Ja. Okay. Ja, Jakal habe ich, ja. Ach, Sidekick gehört, also meine Rolle gehört dazu, oder? Ja, wir sind. Ach so. Ja, Dalu ist ja eh Sheriff. Sidekick ist nicht an, glaube ich. Tatsächlich. Ah. Haben wir auch Arsenis oder so? Ja, und warum sehe ich dann Dalus Namen in blau? Okay, komisch. Ja, weil du den Stream noch offen hast, Patsy. Mach dir mal die Brille. Ah, scheiße, Entschuldigung. Ja. Hey, Patsy, ich fand dich eben. Einen Moment. Sollen wir skippen? Ja, da bist du ja in meiner Liste. Was ja, oder? Ja, komm, wir skippen. Ich muss noch mal aufs Klo. Ich hab Bauchschmerzen. Oder Simon oder so. Okay. Also, gesehen. Kurz bevor wir uns jetzt hier verhaspeln, wer hat denn jetzt gekillt? Ich war's. Ja, du siehst kriminell aus. Nein, ich bin. Wo wurde nochmal die Leiche gefunden? Die Leiche ist, wenn man unten bei Electrical runtergeht und da, wo man quasi auf so eine andere Plattform drauf kann, glaube ich zumindest. Achso, ja, da war gerade da. Also, war oben. Mhm. Ist das oben? Ja, also es ist unter Elektro auf jeden Fall. Ich war mit jemand anderen an den Toiletten. Ja, Dalu ist mit Sophia aber auch unterwegs gewesen. Ja. Mhm. Ja, ne, in dem Sinne auch. Okay. Mach's gut. Frohes Neues, Leute. Oh. Danke dir auch. So. Dann lass mal gucken, was hier. Ey, da ist Scheiße. Da liegt Kacke. So. Lass mal gucken. Nee, da will ich nicht runter. Mir ist die Map zu groß. Ich komme nicht klar. Ist mir einfach zu viel Arbeit. Lass mal gucken, was hier so geht. So. Oh nein. Der Strom ist alle. Ah, der gut. Sehr gut. Ich habe irgendwie. Wo sind denn meine Aufgaben? Wo ist meine Map? Wo bin ich? Oh Gott. Also, das ist so groß. Ich mag die Map nicht. Aber ich akzeptiere sie als ein Teil von mir. So, ich glaube, hier war irgendwo eine Aufgabe für mich. Bis ich die Aufgaben fertig habe, leben keine Menschen mehr. So. Oder oben in Communications. Ja, das muss man auch mal finden, ne? Oh nein. Oh, das war dieser dumme Download. Kann man den nicht mittlerweile auch abbrechen? Wunderbar. Ach, ich liebe die Among Us-Geräusche einfach sehr. So, was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Hier unten ist auch noch was für mich. Oh, Waffen. Hilfe! Ich werde verfolgt. Hilfe! Ich bin froh, dass ich eine Leiche gefunden habe. Blesk, was hast du vor und warum rennst du mich jetzt? Ich dachte mir so, ah, da ist Stardocard, dem lauf ich jetzt mal hinterher. Und dann bin ich dir hinterhergelaufen, aber du bist einfach kein einziges Mal stehen geblieben. Ich bin eher spammt durch die Gegend gelaufen und gehofft, ich finde mich. Du bist der Hacker, weißt du, und ich bin ja. Bin ich Hacker, so ähnlich wie der Hacker. Oh. Da bin ich nicht so ähnlich wie du. Auf jeden Fall habe ich eine Leiche gefunden in Cargo. Crunchy kam gerade von unten. Kam dir entgegen, Crunchy? Nochmal bitte. Kam dir im Cargo, also ganz rechts, kam dir wer entgegen. Ja. Also bist du da wem vorbeigelaufen? Ich habe, ich habe auf meinem Weg noch Les gefunden. Moment, wo? In der Mitte. Bei den Fotos haben wir uns getroffen, glaube ich. Ja, er ist an mir, er ist von rechts nach links gelaufen, ich bin von links nach rechts gelaufen. Ich habe nach Gnu gesucht. Oh, genau, süß! Ich habe mein Foto abgeholt mit dem kleinen Kind oben drauf und dann da bin ich nach links gelaufen und habe ich Dalu getroffen und dachte mir, ey, dem verfolge ich mal. Und dann bin ich Dalu hinterhergelaufen und dann aktiv
Also Leiche liegt sehr weit auf der rechten Seite für die Leute, die Map. Ach so, Bart war irgendwo links, bin noch da rumgeguckt. Und ich glaube, also Yara war die ganze Zeit bei mir. Der muss. Links, ja. Parzi war auch links. Der muss tatsächlich aber auch schon länger tot sein, weil der ist mit mir da gespawnt. In Cargo Bay. Krass. Erste war gegen Ende auch in der Küche, aber ich weiß nicht, wo er vorher war. Glaubst du gar nicht, Bart. Ich war kurz auf Camps, da habe ich genug gesehen, wie sie im Engine Room nach links läuft und Dalo nach rechts. Wo ist Camps bei Communications? Ich habe mich auch am Anfang unten links gesehen, also ich war auch links, aber ja, ja, ja. Ach nee, bei Security. Dalo hat mir da was über seine Rolle gezeigt, aber das verrate ich besser nicht. Gut. Ich hab den Revolver gezeigt. Hey, ja, lass mich. Und dann hab ich zu Dalo gesagt, ach komm, nee, lass stecken, weil Bart war halt dabei. Wollte ich meinen rausholen, aber dann war so alle weggerannt. Ich bin jetzt schon aber noch von den Pistolen, den Sheriff bei sich trägt, oder? Weil die kann ja nur einer von euch beiden haben. Ach, okay, alles gut. Hat er aber auch schon gesagt, die Runde davor. Fangzahn. Genau. Ja. Eben. Ich glaub, Bart. Ey, ich glaub mir auch. No one was ejected. Ah, dankeschön, Sommer, dafür ein Jahr. Und Max Animal Crossing, der lässt noch einen Prime da. Und das hat sich alles gereimt. Ohne Scheiß. So. Lass mal lurken. Oh, Crunchy, yeah! Wo wolltest du denn gerade hin? Okay, ich verfolge einfach mal. Das ist auch eine Aufgabe, die ich habe. Das ist sehr gut. So. Oh nein, jetzt wird's dunkel und ich kann nur einmal reparieren. Ist ja total scheiße. Hä? Ah. Bart, warum hast du mich zurückgelassen? Hör damit auf! Ich wollte dich mitnehmen. Das Ding hat leider eine maximale Beschränkung, was Gewicht angeht. Und ich habe echt. Okay, willst du sagen, ich bin fett? Ich habe gesagt, ich habe echt zugelegt über Weihnachten. Okay. Schon frech, ne? Also Tessa hat ja jetzt den Bait gekillt. Wie gehen wir damit um in der Lobby? Ich frag nur. Wer hat die Leiche jetzt gefunden? Wie kommst du denn darauf? Das war so kurz nach Cooldown, würde ich sagen. Also ich bin gerade in die Kitchen gespawnt, bin dann links rübergegangen zu Armory, heißt das, glaube ich, ne? Hab da meine Pistolen einsortiert ins Regal, bin dann ins Cockpit gelaufen, da liegt Parzi an der Map. Das war tatsächlich kurz nach Cooldown, weil ich hätte auch gerade einen Dalo reinsammeln können. Ja. Okay. Also ich habe nur gesehen, dass Parzi mit Dalo und Bless gelaufen sind. Mit der ich bin nicht mit Bless gelaufen, er ist mir hinterhergelaufen. Das stimmt nicht, ich habe sogar Händchen gehalten. Ah ja, also in der Party, ganz ehrlich. Und ich lerne uns gerade kennen. Also Chiara war in Electric kurz vor dem Report. Ja, das ist richtig. Woher weißt du das? Weil ich an der Leiter war. Ja, ich bin mich verlaufen. Irgendwie war das komisch. Ja. Du bist Leiter? Ich bin Sheriff. Ah. Ja, aber Electric? Aber nicht an dem Lichtschalter, oder? Nee, dann an der Leiter halt. Aber spawnt man eigentlich, spawnen alle gleichzeitig oder können Leute auch ein bisschen später spawnen? Kannst 10 Sekunden auch später spawnen. Ah, okay, gut, weil ich hatte Teste nicht in der Küche gesehen, aber gut, dann. So, ja. Es wird langsam knapp, ja, aber ich glaube, da ist ein Bait gestorben. Also, ich kann nur sagen, ich bin da halt gespawnt, bin links rübergelaufen zu den Pistolen, dann ins Cockpit. Ich vermute, der Killer sitzt irgendwo im Vent und die Personen, die weiter rechts sind, sind wahrscheinlich safe für den Kill. Okay. Aber vielleicht ist das einfach nur gelogen. Wir können auch einfach einen Imposter rausworden. Ne? Also ich finde mich sehr glaubwürdig an der Stelle, muss ich sagen. Also ich finde den mit dem roten Sachen da. Hm. Ja. Also? Bart. Oder Dalu. Oh. Ach nee, Leute. Tschüss, Tersti. Ja, aber Tersti, da darfst du den Beta aber nicht töten. Oh, Moment, da haben echt, ich hab gesehen. Aber lass deinen Scheiß auf mir. Knappes Ding. Ab in die Main Hall, guys. Hier brennt schon wieder die Kacke. Kann ich nicht im Vent auch den Imposter finden? Kann ich den da nicht finden? Nee, oder? Ey, du bist doch auch gehornt. Kann ich dir nicht vertrauen? Aber wie treffe ich den eigentlich, den Imposter? Top Hats Class 4 bis 7. Ich mache jetzt mal meine Aufgaben. Die bringen zwar eh nichts, weil die Map so groß ist und währenddessen die Leute eh alle getötet werden. Und jetzt wird es wieder dunkel. Und ich weiß auch noch nicht mal, ob ein Imposter draußen ist.
Scheiße, will sie mich jetzt umbringen? Ah, nein! Ich dachte mir doch, Mann, scheiße. Ja, das hätte ich mir denken können, wenn sie mir hinterhergerannt ist. Mann, scheiße. Ah! Ich, oh, Mann. Erzähl, Crunchy, was ist los? Crunchy, sag's nicht. Ich trau meinen Augen nicht. Ja. Ach, krass. Er ist einfach umgefallen von meinen Augen. Einfach so? Terste war's und Blast ist es. Sein Messer ist außer Hand geflogen und dann ist Menti umgefallen. Ja, also ich glaube, Blast wurde eigentlich im hohen Bogen. Ach, und Lumenti war Chakal. Okay. Ah. Erstmal Emilia. Das ist Nummer 1. Dann machen wir den. Und hier. Das ist scheiße. Oh mein Gott. Oh, ihr Schweine. Hey, du warst nice, Kessa. Harz, du bist ja ein Schwein. Du hast gesagt, Nalu hat dir was von deiner Rolle erzählt. Was soll das denn machen, wer nice, Kessa ist? Nein, ich hab vor ihm auf dem Vent gewiggelt. Ich glaube, er wusste eher dadurch, dass ich der Bait bin. Nee, also. wolltest du mich gessen gerade? Nee, gar nicht. Ich wollte niemanden gessen. Ich wusste von keinem die Rolle. Aber als du gesagt hast, erstmal den hier, dann habe ich mich natürlich revanchiert. Ja? Nein, ich hab gerade auf dich Engineer gemacht. Also der Schakal ist eine eigene Fraktion, weder Imposter noch Crewmate. Der versucht, alle anderen zu töten. Er hat keine Tasks. Das Spiel endet mit ihm nicht, wenn die Imposter rausgewortet wurden. Je nach Einstellung kann er seinen Sidekick haben. Es wurde sabotiert, es gab einen Kill. Ah, bin wohl der Blade gewesen. Scheiße. Ja. Ja, wirklich, ich kann mir das Lachen echt nicht verkneifen. Ich sitze da so, lache mich komplett von Terst. Ich sehe so Terste Witch. Du so, ja, er hat den Bait getötet. Ich als Bait, ich da schon Terste rutscht jetzt. Danke, Mary. A very merry world. Vielen, vielen Dank. Und der 100, Dankeschön, ein Gnu-Baby. Es tut mir so leid, dass die Kekse nicht ankamen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich hatte auf dich gekommen. Ja. Was wolltest du denn machen? Ich habe auf dich raufgehauen und du hattest ein Schild von Bart. Und wenn ich das mache, dann sieht Bart quasi, dass ich dich killen will. Und dann wusste ich, dass Bart das sagen wird und ich ihn dann rausgessen kann. Und deswegen wollte ich noch einen Kill vorher mitnehmen, bevor reported wird. Und dann habe ich gehofft, dass Dado Engineer ist und ich den noch rausgessen kann. Kannst du zweimal in einem Meeting gessen? Ja. Wir haben unendlich Gesses an. In einem Meeting machen. Ja. Ui, das ist aber viel. Wie viele hat man? Unendlich. Alle. Du kannst alle weggessen sofort, wenn du alle Rollen wüsstest. Was? Joey will mit YouTube aufhören? Jetzt hat doch schon die Melina hat doch irgendwie gesagt, sie will aufhören. Aber Platte hat ja gemeint, er streamt weniger auf Twitch. Irgendein anderer, Jonas, hat auch gemeint, er macht weniger. Interessant. Nee, das war so ein Drive-By. Ich bin durch den Vent durch, ich hab gesehen, du stehst drauf und so. Ich hab dich nicht mal gesehen. Weißt du, ich war am Vent, wollte dir gerade zunageln, tot. Echt? Joey hört auf? Das muss ich mir nachher mal anschauen. Und Unge geht auf Twitch, ja, ist echt interessant. Bei mir bleibt alles wie immer, nur dass noch mehr Content kommt. Nochmal! Ja. Dallo, hier bei uns wünscht man sich jetzt viel Spaß. Ich bring euch alle um. Viel Spaß. Oh mein Gott, ich bin Imposter und Evil Guesser. Da hau ich doch allen gleich mal auf die Fresse. So, okay. Okay, das ist ja intens. Aber ich brauche jetzt einen Verbündeten. Wer ist denn eigentlich mein Homie, ne? Also das muss ich jetzt auch erstmal nachschauen. Kann ich mir nicht jemanden als Freund nehmen? Allein schaffe ich das nicht. Crunchy, oder? Crunchy wird mich nicht... Crunchy, lass uns nochmal das alte Feuer. Ich glaube, dass ich Crunchy auf meine Seite. Ich brauche Crunchy, damit Crunchy mir auf jeden Fall den Support gibt. Also Crunchy wird mich nicht verpetzen. Das hätte sie sonst vorhin auch machen können, glaube ich. So. Crunchy wird es nicht tun, oder? Leute, glaubt ihr, was meint ihr? Das geht schon, oder? Die denkt auch, sie sieht nicht recht, ne? Jedes Mal, oh, sie ist weg. Wo ist Crunchy denn hin? Hast jetzt gar nicht gecheckt. Ich bleib immer bei Crunchy und dann verpissel ich mich, bringe heute um und komme wieder zu ihr, weil dann kann sie sagen, ich war die ganze Zeit bei ihr. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt passe ich auf sie auf und sobald jemand kommt, mache ich den weg.
Boah, das ist aber schon eine Verantwortung, ne? Imposter und dann auch noch Evil Guesser. Das ist halt schon hart, ne? Nichts passiert. Oh, scheiße, jetzt müssen wir den... Oh, fuck my life. Ja, Crunchy hat den Welt gekillt und... Da lag was auf dem Boden. Was? Ach, Crunchy, gut, du hast reported. Ja. Und wer war's? Also, magst du erzählen, Crunchy, oder soll ich? Erzähl. Ja. Ich war bei Crunchy und dann haben wir unsere Gasflaschen gemacht und unten diese Lenkräder und dann sind wir hochgelaufen, da lag da ein Buddy und ich wollte mich eigentlich drüber stellen und hab dann gedacht, nee, komm, ist nicht witzig und dann haben wir reported. Aus deiner Perspektive, ja. Crunchy, dafür lachst du zu viel, dass das so... Ja, weil ich den Leichnam versteckt hab. Mach ich doch öfter. Also hatte ich ein bisschen Sorge, mit nur Händchen zu halten, aber das haben wir halt wie in der letzten Runde halt auch wieder getan. Meine Hände sind schon warm und weich, gell? Ja, die sind warm und weich und blutig auch irgendwie. Bitte? Ich habe meine Periode. Ich bin nach unten gelaufen und habe gemeint, ah nee, warte, stopp, Nu ist nach oben gelaufen. Ich laufe nach oben und auf einmal ist Nu gestolpert über Chicken. Ja. Also, ja. Achten wir auch wieder drauf, wer als erstes oder zweites gestorben ist? Ja, sollten wir ja. So ein bisschen, oder? Ja. Ich würde da jetzt erstmal keine Strafe drauf machen, so, aber vielleicht mal nicht. Aber ich glaube, Nu ist da nicht nur einfach so drüber gestolpert, sondern mit dem Messer gestolpert. Nee, das stimmt nicht, Crunchy. Ja. Jetzt, ich helfe dir, wer war's? Was meinst aber du? Aber genug, ich kann um die Uhrzeit einen Heißhunger auf Chicken Nuggets auch verstehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es ganz genau gesehen habe. Aber eigentlich habe ich schon so gesehen. Ich esse keine Tiere, ich bin selber eins. Ja, aber vielleicht war das so ein Konkurrenzdenken. Alle Leute mit Hörnern müssen jetzt sterben. Aber du bist der Nächste. Du bist auch ruhig sein. Oh, wir sollten eine Hörnerkonferenz machen, und zwar... Was für mich ein bisschen weird ist, ist, dass Gnu gesagt hat, sie wollte die Leiche nicht verstecken, weil sie es nicht witzig fand. Nee, ich wollte sie verstecken, aber das habe ich schon zu oft gemacht und das fandet ihr nicht mehr witzig. Ah, ich meine, Dalo, wie oft war ich vor Leichen gestanden? Und Wes hat gesagt, wir machen Spaßrunden. Fand ich nicht witzig. Ja. Gnu, damit ist jetzt Schluss. Mann! Hättest du mal vor mir gekillt. Ich hätte es witzig gefunden. Ich brauche noch ein bisschen mehr Beweise für ihn. Wie ist es mit Nalu? Ich funktioniere. Ich gehe nachher wieder mit dir Händchen. Nö, das hast du jetzt verkackt. Der ist vorbei jetzt. Also das ist jetzt... Ich bleib jetzt bei Dalu. Ich glaube, Dalu ist mein Freund. Every step you take, I'll be watching you. Bum. Oh, can't you see? You belong to me. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich gerade Map machen, ne? Ich werde vor ihm töten. Ich kann dich töten! Lumi, töt doch Mon! Töt ihn doch! Töt ihn! Oh mein Gott, die sehen es alle nicht, oder? Ich töte jetzt mal Simon noch. Mann! Hey, da lag ja einer. Ja, das witzig, das habe ich ja gar nicht gesehen. Zwei wichtige Menschen stehen um diese Leiche rum. Ich war Licht aus, deswegen hatte ich es nicht gesehen. Das Licht war doch an, ich habe es doch gesehen. Die Leiche ist Licht war aus. Da. Also bei mir war, es war kurz aus, das stimmt, aber dann war es dann an. Und dann standen zwei Leute und haben die Leiche blockiert, sodass man sie nicht sehen konnte. Das wirkte so, als wäre das so gewollt. Ich finde, das ist echt gar nicht lustig. Nee. Also ich finde, es wirkte eher so. Ich hatte so jetzt wen anders killen sehen. Also nicht, Gnu wurde ja in der ersten Runde beschuldigt. Ja, ich habe. Jetzt hat wer anderes gekillt. Ich finde es so komisch, dass Simon sich die ganze Zeit in den Raum oben versteckt hat und die ganze Zeit nach unten oben gewickelt ist. Was war denn das bitte? Das kann ich dir sagen. Ich habe für mich nachgelesen. Ich wollte mich bewegen, aber ich habe auch gleichzeitig nachgelesen, was meine Rolle macht. Das soll bitte glauben. Das heißt, ja, das ist so typisches Wiggle-Wiggle, wenn du willst was das tun, war, aber du traust dich auch nicht, dich zu bewegen. Das war aber so ein Oh, Kacke, sie haben es gesehen, ich renne wieder hoch. Nee, das ist jetzt von dir so ein, komm, wir lenken mal ab auf den Simon, der doch gerade eben aber die Leiche so hätte ich es auch hat. Jetzt gesagt, oder? Im Postbond.
Dass Simon gekillt hat? Ich habe keine oder was? Ausreden. Aber Lumenti stand da auch in der Nähe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich war doch mit Simon in Communications drin und als ich die Tür aufgemacht habe, war der Report-Button da. Genau, aber da war noch keine Leiche. Doch, ihr habt die mit rausgetragen. Nein. Ich habe die Tür aufgemacht und habe den Report-Button gekriegt. Ich hatte kein Licht, ich habe nichts gesehen, da war keine Leiche. Bullshit! Aber den Button sieht man doch. Dann hast du ich war ja Vorzeige-Elektriker. Ich hab's sofort wieder angemacht. Ey, er hat vor der Lampe. Ich hatte vielleicht die Augen zu lange geschlossen gehabt. Ein Bullshit. Einmal geblinzelt und dann war es vorbei. Der Bart war ich habe nicht. Doch gar nicht gemordet. Dalus Augenbrauen sind über die Augen drüber gewachsen. Und über den Hut. Und über den Hut. Nun darf ich fragen, was du gemacht hast? Ich hab dich verfolgt und an deinen Knoblauch geschnuppert. Der Daumen, der neben deinem Charakter ist, wofür steht der? Für dich? Nein, die hast du nicht. Ich hab dich nicht gewählt. Okay. Ich hab dich nicht gewählt. Hallo, ich werde Gnu hat dich gewählt. Ich hab ihn nicht gewählt. Nein, ich schwöre. Ich hab auch gesehen, wie ich einen getötet hab. Oh, scheiße, Dalu hat sich für mich geopfert. Oh nein. Och, Dalu. Dafür mache ich jetzt aber einen Ehrenkill. Oh, Dalu. Und den Mon muss ich am Leben lassen, weil den habe ich ja vorhin schon gesasst. Och, Dalu. Was für ein Ehrenmensch. Aber warum wurde Dalu jetzt gesasst? Weil er sich auf den warmen Kadaver gestellt hat. Ach, er lebt ja noch. Hä? Ach, er ist ja gar nicht rausgeflogen, ne? Er ist ja gar nicht rausgeflogen, stimmt. Ich dachte schon, er lebt ja noch. Er ist ja gar nicht rausgeflogen. Ich konnte sie nicht killen. Warum konnte ich sie gerade nicht killen? Oh, sie hat ein Schutzschild dran, ne? Scheiße. Dann sollte ich sie aber jetzt töten, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Sie hat ein Schutzschild, oder? Jetzt ist sie weg. Ach, Kacke. Oh, Mist. Dann weiß jetzt aber, dass ich's war, ne? My life be like. Wo ist denn Dalu? Hallo, wo bist denn du? Warum ist denn da blau da unten? Was bedeutet denn das? Simon, du schon wieder. Wo ist denn der Dalu? Warum ist denn da unten blau? Hä, warum ist Terste blau? Hä, warum sehe ich Terste? Terste, warum bist du blau? Ist auf dem Kopf kalt oder so? Wo ist denn Dalu? Warum ist er denn blau? Ei. Ihr Schweine. Me gusta. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Er ist einfach explodiert. Na klar. Ja, ich war so immer da, wo die Leichen sind, Crunchy? In meiner Download-Taste. Ich habe, glaube ich, wirklich auch gesehen, dass der explodiert ist. So. Dass er einfach geplatzt ist. Plopp. Hä? Wo denn? In O2. Beim Baum. Unter dem Baum, tatsächlich. Ein Baum. Niemand wollte den ich Baum. Ich muss auch. Ich muss das jetzt auch sagen, Linda, von woher kamst denn du? Oben als du da hochgelaufen bist, du bist ja so hochgelaufen zu Electrical. Wo warst du vorher? Also vor einer Minute. Das hat Party auch gesehen. Von einem ja, da hat jemand eventuell einmal in dich reingehalten. Nee. In dich, ja. Du hast mein Schild natürlich. Also und derjenige weiß es auch. Party gesehen und naja, aber das war ich, davor war ich aber auch in Comms und da waren echt viele Leute drin. Da war auch Dalukard Gnu. Ja, aber insofern würde ja keiner versuchen zu töten. Also wenn, dann wäre das ja eher ich gewesen, der versucht hätte, da zu töten. Das stimmt, ja. Aber schon länger her. Da stand ich gerade, da muss ich sagen, da war ich gerade in O2 und ich habe dich danach da nicht gesehen, glaube ich. Sprich, da muss jemand in O2 versucht haben. Nein, warte. Du meinst, als du in O2 warst, hat jemand versucht, Baso zu töten? Ja. Dann war ich es nicht, weil Baso kam danach erst in O2 rein und wir waren da noch zusammen in O2. Ja. Das heißt, es muss einer der Comms-Leute gewesen sein. Dann stimmt's. Ja. Stimmt, aber als ich in Comms war, war es auch dunkel. Also da habe ich nicht so richtig gesehen, was da war. Scheiße. Ja, ich auch. Ich war auch mit den Comms und habe auch nichts mitgekriegt. Vielleicht ist gerade explodiert, ne? Das war ein Warlock-Kill wahrscheinlich. Ja, ein Imposter ist Warlock. Wenn es ein aber Warlock es war nur war. Eine Person, die mit mir gekuschelt hat. Ja. Franzi? Nee, ja, ah. Lumi hat mir gekuschelt. Ja, genau. Die hat mich auch gestanden, vorne offen in Dekontüren. Ich? Okay. Ja, kein da. Oh nein! Oh, vielleicht hat sie nur ihre Schnürsenkel zugebunden. Ey, es kann das sein. Mit dem,
Shield auf Base war übrigens nur Bait alles von mir. So, oh Mann, genau. Gedacht, warum werde ich jetzt gewotet? Warum werde ich jetzt gewotet? Damit jemand vielleicht auf mich guesst. Okay. Genau so war das, ganz bestimmt. Wink. Wink back. Du hast mich verletzt. Meine Gefühle. Was bedeutet denn der blaue Pfeil? Dann kann ich ihn doch guessen, wenn ich das weiß, ne? Wer ist denn das eigentlich? Der Terste. Okay, der ist also blau. Hm? Der rennt von mir weg. Aber das bedeutet? Wieso hat er so Angst vor mir? Lumenti sieht's, glaube ich, auch, ne? Mann, ich tu dir doch nichts! Ich verspreche dir, ich tu dir nichts. Ich verspreche dir. Oder kann morphen. Ich laufe ihn einfach mal hinterher, weil es mir Spaß macht. Komm schon, Tasty. Tasty, Tasty. Komm schon, Tasty. Oder Vlesky. Was war denn das? Hä? Boah, Junge, ich krieg einen Herzinfarkt, ne? Ich bin jetzt mit allen Rollen noch nicht so vertraut, aber gibt's irgendeine Rolle, wo man jemanden vergiften kann und ein Mensch auf einmal platzt? Jein. Es gibt einen Warlock, also jemand kann dich, genau, jemand kann dich quasi verfluchen und dann sieht das so aus, als ja, würdest du die Person. Ja, ich glaube, der Vlesk hat einen. An dir um. Ja, der Vlesk hat einen Tribber. aber ich glaube, die Person muss lange an einem stehen. Nur ist oder? Böse. Nee. Zum Verfluchen musst du nur einmal ganz kurz, aber beim Töten, also sollte. Was? Vlesk gerade an dir umgefallen sein, dann muss derjenige, der getötet hat, irgendwo jetzt gerade auf der Map rumstehen und sich nicht bewegen. Ich überlege gerade, wer noch alles da war. Also es war auf jeden Fall Terste mit dabei und noch irgendwas ist vorbeigelaufen. Aber es kann doch sein, dass vielleicht schon davor jemanden getrippert wurde, oder? Ich weiß ja nicht, mit wem Vlesk so privat rumhängt, aber... Was ist mit mir passiert? Also Gnu, ich muss sagen, du machst mir sehr große Angst und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du ein böses Gnu bist. Nein, oh. Ich wollte mich mit dir anfreunden und du hattest Angst vor mir. Ich hatte wahnsinnige Angst. Ich habe das gemerkt, bis ich dich aus deiner kleinen Ecke rausgelockt habe, nur gemerkt hast, dass ich eigentlich total freundlich bin. Ja, erst wollte ich mit dir spazieren gehen, aber dann habe ich meine Meinung schlagartig geändert. Bist du so oberflächlich? Ich bin, die Inneren werde zählen. Wie ist Lumenti gerade gestorben? Die hatte auch den Tripper. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, Bart hat letzte Runde ja noch gesagt, dass Lumenti rumstand. Vielleicht hat der Nice-Gesser gerade gegessen, aber dann sollte er es entweder sagen oder noch besser Gnu auf Evil-Gesser gessen, weil wir haben auf jeden Fall einen Evil-Gesser drin und wenn Gnu tatsächlich böse wäre, wäre sie Evil-Gesser. Boah, das ist ein nettes Mindgame, aber kann es sein, dass du gerade ein bisschen von dir ablenkst? Nein, scheiße, ich hasse euch! Ich wurde gerecht! Crunchy! Jetzt muss mir eine erklären, wie das passiert ist. Also ich glaube, dass Crunchy wirklich genau das gefolgert hat, was ich gerade auch erklärt habe. Also Bart meinte ja bei dem Kill davor, als jemand an jemanden geplatzt ist, hätte Lumenti, also wäre Lumenti stehen geblieben. Als Warlock, wenn du quasi aus der Ferne tötest, bleibst du danach 8 oder 10 Sekunden so auf der Stelle stehen. So ein Cooldown. Okay. Und Crunchy hat das quasi erraten. Und mit ihrer Rolle kann sie in dem Meeting töten. Und das habe ich mir schon so gedacht. Warum hatte Terste einen blauen Pfeil? Weil ich Snitch war. Wenn ich meine Task fertig habe, zeigen Pfeile auf die Imposter. Und warum komme ich dann zu dir mit deinem blauen Pfeil? Du kannst ihn töten, dann kann das im Meeting nicht sagen. Ich habe dir halt einfach... essen können als Aber nett, dass du es nicht gesagt hast. Ich habe dir einfach mal vertraut.
Also, ja, hat gesagt, du bist eine böse Rolle. So brutal rauspushen, ne? Ich habe ja gesagt, du bist böse. Also, Gnu ist böse. Ja, ich habe gesagt, sie ist böse, aber ich habe halt nicht gesagt, ich bin Snitch. Ja, eben. Ja. Und dann hatte Simon, du hattest natürlich recht, aber ich wollte, also Gnu hatte neben mir gekillt. Ich wollte sie aber nicht verraten. Das ist so lieb von dir, Dalu. Sie hat sich in mich verwandelt und neben mir gekillt. Nee, das war ich nicht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Dalu, wir hatten gar keinen Morph. Aber was? Aber ich dachte wirklich, ich hätte mich kurz gesehen oder hat er noch einer meine Klamotten? Nee, ich war Evil Guesser. Nee, aber Lumenti war auch da, ne? Ja. Ich bin wirklich erst rausgekommen, also, als die Leiche schon da lag und ich war so, oh, ja, auf jeden Fall hat Gnu halt neben mir gekillt und ich wollte halt Gnu nicht verraten. Ist aber lieb von dir. Deswegen tut mir das so leid, Simon, weil du halt richtig gefoltert. Ich wollte da nicht gehen. Hallo! Simon mit seinem PUBG-Helm, ey. Simon, das ist Bullshit. Ja, ich weiß. Ich wollte halt immer schon mal einen epischen haben, Mann. Noch Simon. Nein, alles gut. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, auch alles richtig. Ja, wir müssen Hühnchen mal leben lassen, glaube ich, die Runde. Aber ja, nicht mal leben lassen. Gnu, ja, hat, Entschuldigung. Ich habe Gnu dann verfolgt und Gnu hat immer selber reportet. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und dann war sie auch noch selber Evil Guesser, Alter. Es tut mir so leid. Aber wir machen jetzt ja schon Spaßrunden oder machen wir Try Hard, ne? Nee, Try Hard. Okay. Okay, gut. Ich bin Imposter. Ja, ich auch. Ah! Oh Gott, Vlesk auch? Warte, dann probiere ich jetzt mal, ob Vlesk stirbt. Warte, den machen wir jetzt. Wenn es sagt, Vlesk er auch, dann ist er 100 pro Imposter. Das testen wir jetzt mal. Da würde ich jetzt echt lachen. Warte, da würde ich jetzt echt richtig... Komm her. Wenn er Imposter ist, ich schäme mich, lach mich tot, Alter. Warte. Okay. Ich kann nicht killen. Wenn ich nicht killen kann, ist er es nicht, oder? Warum kann ich nicht killen? Okay. Ich hab mich nicht verraten. Und mein roter Bildschirm von Gnu flackert einfach bis zum geht nicht mehr. Was? Gnu hat gerade bestimmt 10-mal versucht, dich zu töten, Vlesk. Ja? Ja, aber halt, bevor ihr votet, Moment, man kann ja jetzt nicht drüber reden, weil sonst werde ich direkt vom Evil Guesser wahrscheinlich rausgeswitcht. Aber warum ging es nicht? Hey. What? Ja, super. What? Tschüss, bis später. Okay. Kann es sein, dass Dalu gerade Evil Guesser ist? Ja, glaube ich auch. Kann es sein, dass Marco noch irgendwie einen Stream von jemand offen hatte? Oh, Moment, was ist passiert? Ich war kurz auf K. Okay, dann hat sich das ja eh erledigt. Dann muss ich ja nichts mehr dazu sagen. Also, Moment, genug gesagt, kann das nicht Rutsch gewesen sein? Nein. Also, Parzival, wir wollen das mal auflösen. Ja, bitte. Parzival hat Vlesk ein Schild gegeben und hat gesehen, wie Vlesk mit Gnu weggegangen ist. Gnu scheint den Kill-Button gespammt zu haben, weshalb Parzival wohl die Info bekommen hat, dass irgendwer versucht, Vlesk zu töten die ganze Zeit. So, bedeutet, Gnu wollte Vlesk töten. Vlesk ist jetzt aber auch... Wie viel kann der Guesser guessen? 2 oder 3? Unendlich, oder? So viel, wie er will. Okay. Bart hat sich so aufgeregt, dass jemand ihn gegessen hat, der das schon öfter gemacht hat oder den er kennt. Parzi wurde natürlich gegessen, weil er seine Rolle bekannt gegeben hat. Warum wurde Gnu nicht gegessen? Weil sie sehr wahrscheinlich böse ist oder also halt Imposter ist. Hätte ja auch noch die Möglichkeit des Jackals geben können. Oder sie könnte auch einfach Shadow sein, wollte ganz einfach festgehen. Aber wie konnte Vlesk gegessen werden? Ich vermute mal, dadurch, dass es nach Vlesk aufgehört hat, dass Vlesk es selber war und sich halt vergessen hat, ne? Stimmt. Und dann nicht mehr weitergessen konnte. Aber wen hat er dann falsch gegessen? Wenn Vlesk Guesser ist, Evil Guesser, nee, oder Good Guesser, dann muss er ja Gnu gegessen haben. Das wäre aber Quatsch. Du gehst ja nicht auf einen Imposter, wenn du nicht weißt, wer ist. Gibt ja 2 Möglichkeiten. Ist ja 50-50. Gnu ich hätte ja gar nicht gegessen. Ich bin lieb! Ich bin lieb! Ich bin lieb! Ich bin wirklich... Wie ist Vlesk gestorben? Detective Conan. Was ist denn also, hier Dalu, los? Das war schon sehr krass kombiniert. Ach Mann, ich bin doch Sheriff gewesen. Mann, das war einfach nur... Ich dachte eigentlich, dass er mich rettet. Ich dachte eigentlich, dass Dalu mich jetzt rettet. Dafür töte ich ihn in der nächsten Runde. Oh.
Ich war Sheriff Allah. Ich dachte mir schon. Ich hab Lesk gesagt, er ist 100 Pro war Lesk. Lesk war Imposter, oder? Nee, kann ja gar nicht. Ich versteh's gerade nicht. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt, aber es ist lustig. Mann, das ist richtig gemein. Ich bin zu Unrecht gestorben. Ich war doch einer von den Guten. Aber ist Evil Gesser dann auch direkt böser Imposter? Das heißt, er hat gedacht, der Evil Gesser dachte, ich bin wahrscheinlich Imposter, ne? Deswegen ist er gestorben. Aber eigentlich wäre ich ja gestorben. Wäre ich nicht eigentlich gestorben, weil ich ja ihn töten wollte, er gar kein Imposter ist? Ja, ich dachte schon. Wo liegt der? In Electrical, aber ich weiß nicht mehr, wer ist mit mir da gerade nach links gelaufen? Gnu ist auch. Ich bin auch nach links gelaufen. Nee, Gnu wird gewolft. Wo war das nochmal? Sorry. Unten in Electrical, wo du das Licht fixst. Ah ja, okay. Mhm. Wir sind auf jeden Fall, Jeff, von rechts so nach unten gelaufen, ne? Durch Weapons und so. Aber ich bin zum Admin gelaufen dann. Weil ich bin in Storage kurz stehen geblieben, hab nur gesehen, dass auch eine Person nach links gelaufen ist. Vielleicht war es auch selber Terste. Und nee, ich bin nach links gelaufen, Dalu ist mir entgegengekommen. Also es war quasi Schlagabfall. Also eigentlich hätte ich ja den richtigen Imposter getötet, ne? Wo wurde er gefunden? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. Oh Mann. Ein Electrical. Ja. Aber ich bin nicht in Electrical reingegangen. Gemein. Woher kam Dalu? Wo war Dalu? Weil ich habe Dalu nach links, also ich war in Medbay und habe Dalu nach links gehen sehen und dann bin ich nach rechts. Ich stand links irgendwo in den Gängen und habe noch darüber gegrübelt, weil ich will das rausfinden. Ich will rausfinden, wie Vlesk an der Stelle gestorben ist und habe ein bisschen gelabert. Und dann ist Sheriff oder halt Jacquard. Nein, aber wie ist Bart geflogen? Partys Rolle war klar, wie ist Bart geflogen? Vielleicht ist er gewendet oder auf ein Vent draufgelaufen und hat ein Vent zugemacht. Aber dann würde vielleicht mehr ergeben Spy oder sowas, wenn der drinne ist, weiß ich nicht. Spy haben wir, glaube ich, nicht. Wie ist Bart geflogen? Aber ich bin auf jeden Fall, ich stand links, hab ein bisschen mit mir selber gelabert und die Wand angeguckt, dann ist eine Tür aufgegangen, dann kam Chiara rein, dann bin ich Chiara ein bisschen daher gelaufen, weil ich halt weiter denken wollte und dann wurde reported. Dann kommt der neue Streamingplan, morgen! Okay, gewesen, ich war die ganze Zeit links. Kurze Frage, irgendwie sahen alle plötzlich gleich aus. Ist das normal oder? Camouflage. Meine andere Theorie wäre nämlich noch gewesen, dass der Warlock das war und nicht Gnu gekillt hat, sondern der Warlock hat gespammt und deswegen hat Vlesk sich vergessen. Aber auch das wir geht nicht mehr. Wir haben 100%. Ja, genau. Die Theorie war weg als Camouflage. Ja, ich dachte sofort, als Vlesk gesagt hat, ich bin Imposter, habe ich ihm sofort geglaubt. Dankeschön, Doni. Dankeschön. Frohes Neues. Oh, man darf's gehen. Und dann geht das wieder aus. Dani Core, sorry. Alter, ich höre Franzi gerade zum ersten Mal. Oh, ich freue mich voll. Hi, Franzi. Hallo. Hallo. Hier. Okay, Mute. Halt, stopp. Mute. Bin ich das? Ja. Ja. So. When you tried your best, but you don't succeed. Wieso geht das nicht? Ah. When you get what you want, but not what you need. Das hat so weh getan. So gemein, ich hätte eigentlich das Richtige getan. Und dann schielen die sich. Dann ziehen die sich einfach so ein virtuelles Gummi über. Und ich kann nicht zustechen. Ja, die haben von ihrem Tripper gelernt, ey. Skandal. So scandalous. Okay. Interesting. Camouflage. Ja. Irgendein dunkler Blob hat gerade Lumenti vor mir gekillt und das. Plump, plump, plump. Wo? In Security. Ich kann Bart und Franzi rausnehmen. Die sind auf der ganz rechten Seite in der Cam. War das Franzi? Ich kann Chicken rausnehmen. Die, mit der war ich gerade ganz rechts bei Navigation. Ach, du warst das, Simon. Okay. Ich war auch rechts. Die Kamera hat mich auch gesehen. Die letzten, wo ich mich gerade erinnere, war halt, dass
Oh, das war. Nee, das war Simon und. Bei Bart sieht anders aus. So, okay, Simon und Franzi waren ganz rechts im Cockpit. Also, genau. Ja. Wobei, Cockpit? Ganz rechts, ja. Nee, ganz rechts, wie heißt doch, das? Ganz rechts Navigation, ja. Da waren genau, ja. Simon und ich. Moment, haben wir zwei Franzis? Nee, ich bin ja. Sophia. Ja. Was? Ich war mit Chicken. So verwirrt, das war nicht. Bei Navigation, niemand von uns war da, außer uns beiden. Weil Franzi war nämlich nicht ganz rechts. Franzi war nämlich oben links bei Medbay. Also Lunatic. Ja, da bin ich. Da okay, bin ich meine Lunatic. Hm. Wie war denn alles links? Aber warte, stopp. Ich habe gerade eben aus Licht, ich war gerade nämlich in diesem Electric-Raum und da ist da Bent, so wie es beschrieben wurde, in Security aufgegangen. Also ist jemand reingesprungen und in Medbay wieder jemand aufgegangen. Ah. Wer war denn noch mit dir im Electrical Crunchy? Weil da waren ja zwei drin. Nicht, das ist ein schwarzer Blob. Ich war das. Ich bin kein schwarzer Blob, ich habe den Hut auf. Also ich bin aus Electricerei rausgegangen und da sind zwei reingegangen. Ja, ich war das und es wurde auch wieder, also Camo ging auch aus und Crunchy stand oben links. Okay. Ja, dann wären Dalu, Crunchy und ich eigentlich auch dafür rausgegangen, weil wir Electrical waren da. Du bist doch kein schwarzer Blob, ja, sorry. Ja, warte, wer bleibt denn übrig? Ja, wir sollten erstmal weitermachen. Wir haben alle noch viel zu tun. Das ist sehr verdächtig, dass hier jemand einfach weitermachen will und niemanden töten will. Wer bleibt denn übrig? Wir haben alle. Ich muss das machen. Ich brauche Punkte für die Skins. Da alle sind aufgeschrieben. Als Imposter kann man doch gar keine Tasks machen, da du gerade. Ja, bin ich ja nicht. Deswegen will ich Tasks machen. Schon okay für euch, wenn ich während den Runden die Schnauze halte, oder? Weil da, also während den Gesprächen, dann könnt ihr alles verstehen. Ich mach jetzt mal meine Aufgaben. Camouflage. Ich mach jetzt mal meine Aufgaben. Camouflage. Flesky. Flesky. Oh, lustig. Ach ja, diese Aufgaben, Leute, es ist so herrlich. Plomp. Da wird wieder gecamouflaged. Oh. Hallo? Man kommt aber zu gar nichts hier. Chicken ist weg. Ja, wir könnten die Runde auch gewinnen, aber wir haben alle noch zu tun. Darf ich was sagen? Ich glaube nämlich, dass Chicken ist dieser Camouflage-Rolle gewinnen. Nee, Chicken also ist tot. Ja, aber kann ja trotzdem beides sein, oder? Ich wollte das nur sagen. Also, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen spekuliert am Anfang. Vlesk war Evil Guest, also weiß ich nicht, ob das stimmt, ist nur eine Theorie. Vlesk voted Bart. Das würde seine Reaktion erklären. Aber wie er wusste, was Bart ist... Tiny Okami, das passt sehr gut, weil ich kann deine Schreibweise auch nicht ertragen. Wenn Vlesk Evil Guesser ist und Parzi gibt ihm die Info, Gnu wollte ihn die ganze Zeit töten, muss er Gnu auf Jakal gewotet haben. Wenn Gnu als Sheriff die ganze Zeit Vlesk töten wollte, wäre das sehr witzig gewesen und daran wäre er gestorben. Damit wären die drei weg. Gnu ist danach gestorben, weil der zweite Imposter ja ebenfalls die Info bekommen hat, dass Gnu den ersten Imposter töten wollte. Nein, das heißt, den schaltet man. Ja, oder so. Ich meine, ist schon lange her. Wir haben ihn rausgebotet. So, deswegen ist Gnu auch weg. Ich denke, zwei Killer sind schon weg. Wir haben nur noch einen. Ja. Alucard, bist du Evil Guesser? Nein, ich habe andere, Aufgaben. Alucard, warum stehst du an einer Leiche? Weil ich gerade dabei war, meinen Benzinkanister rauszuholen und dann wird der vor mir umgebracht. Und wer war's? Ich will's nicht sagen, weil das ist anscheinend meine letzte Chance. Ich glaube, also ich bin fallauflös. Ich glaube, Dalus Asum, das war Zeitschinden. Ja, das sag ich doch! Das hab ich doch gesagt! Franz ist die Böse. Was hier drin ist. Lunatic. Das heißt Quatsch. Nee, das Mitbild noch, als er okay, ich sag euch, es war Kiara. Was? Das stimmt ja? Nicht, aber ja. Nein, das stimmt nicht. Ich will. Alter, ich vor allem alle so, ja, gut, dann vote ich jetzt. Okay, wozu wissen, nee, dass er Kiara noch übergießen muss? Also, Kiara läuft vor Dalukat weg, er muss nicht noch übergießen. Dalus raus. Ich hab leider nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir sollten noch eine Runde skippen. Hey, nein!
Mann, Franzi, streng dich doch ein bisschen an! Ach, Dalu, ihr Puh! Warum kiezen die Leute neben mir? Ja, ich wollte eigentlich dich töten! Gott sei Dank, ey! Ich war Alter, in dem Bench, wo ihr Schweine! Ich hab mich mal hinterfragt, dass du nicht Jackal sein könntest. Er schießt in Runde 1 einfach so wild rein. Ja, weil du gesagt hast, du bist Imposter und ich hab dir das geglaubt. Jo, die Theorie war's. Und er hatte aber ein Kondom übergezogen bekommen. Richtig, von Parzival. Ja, das Gnu von dem Imposter gegeben, wir haben Gnu gemotet. War gemein, ich hätte sogar einen getötet. Aber Parzival hat direkt seine magische Hülle über Vles gelegt. Deswegen ging's nicht. Aber kann mir einer erklären, er hat gestorben? Ja, Bart hat am Anfang der Runde gesagt. Was hast du genau gesagt? Ich hab gesagt, warum bin ich nicht rare geworden? Und das Einzige, was dann für eine Rolle sein kann, ist Medium, obviously. Ich hab gesagt, okay, den schieße ich sofort weg, wenn Miete kommt. Oh, das ist so offensichtlich. Mann, ich kam da nie drauf. Der Spike, den gab's nicht. Engie vielleicht? Aber wundervoll, wie ich halt so zwischen Gnu und Vleskl auf einmal ganz kurz Vleskl chillen konnte und das gemacht habe, wieder aus Admin rauslaufen und einfach sehe, mein Bildschirm ist einfach durchgehend rot. Ja, weil ich dachte, mein Spiel hängt. Wo ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich dann der Sheriff die ganze Zeit auf den Imposter schießt? Gnu hat ja auch gesagt, sie ist Imposter und ich so, ja, Gnu, ich auch. Und sie so, ja, ich bin Sheriff, ich schieße jetzt auf der Pistole. Ja, ich dachte, du bist das jetzt bestimmt, deswegen. Ich auch. Aber mein Revolver ging nicht. Bin ich die Einzige, die... Fragezeichen gewesen? Ja. Ach so, ja. Könnt ihr das sehen? Ja, die Imposter bringen einfach den mit Fragezeichen um. Also mach ich das jetzt. Aber waren wir 15 gerade? Das ist eine Vulture. Ist jemand nicht drin gerade? Ja, ich bin der mit den Fragezeichen. Ah, easy. Was ist denn eine Vulture? Ja, also Terst umbringen. Hä, was? Nein. Ach, ich ernähre mich von Fleisch. Geil. Okay. Eat. Eat now. Eat. Give me some meat. Give me some meat. Give me some meat. Aber bitte ess nicht mich. Give me some meat. Wenn jemand tot ist, da ist was Blaues. Bestimmt mein Meat. Meat. Give me meat. Oh, scheiße. Ich muss da irgendwie rein, ne? Ich muss den jetzt essen. Wie komme ich da rein, Mann? Ich will den essen. Geh weg. Scheiße. Okay, dann sind wir jetzt Freunde, komm. Scheiße, er hat's voll gesehen. Es war köstlich, delicious. Ich weiß, wie lecker. Vielleicht stirbst du auch, dann kann ich dich auch aufessen. Wir bleiben jetzt zusammen, wir haben ein Geheimnis. Es ist wie wenn du irgendwas Verbotenes tust, du verfolgst dein Leben lang die Person, die es gesehen hat. Meat. Meat. Gib mich some Yeet. Gib mir Meat. Oh. Oh. Ist mir egal, ich esse eh alles. Ich bleib bei Mr. Fragezeichen. Er kennt mein Geheimnis, ich muss jetzt sympathisch sein, sonst verrät er mich. Hä, wo ist denn der hin? Ach, verdammt. Ah, da oben ist wieder eine Leiche. Ah, Mist, die wollte ich doch essen. Wie kommt man da hin? Da warum liegt sind eine Leiche. So? Junge, ich raff diese Map einfach überhaupt nicht. Rest wurde gegessen. Rest wurde gegessen. Ich glaube, wir haben keinen Cleaner. Oder haben wir Cleaner? Ich weiß es nicht. Also war wahrscheinlich eher der Vulture. Weißt du, dass er gefressen wurde? Er wurde gar nicht angezeigt. Bei dem Report hat man nur gesehen, dass Franzi tot ist. Und das heißt, dass die andere Leiche verschwunden sein muss. Ah. Und wer ist diese Nummer 1 in der Mitte neben mir? Das ist Terste, der ja nicht von mich gejoint ist. Der Camouflage ist noch an. Ja. Er war die erste Nummer 1. Er wechselt Farbe. Ingame ist der dunkelgrün. Lasst euch nicht fünf. Das ist ja frech. Also ich habe Franzi gefunden. Linker Button. Und irgendwer ist mir hinterhergelaufen. Wer war das? Grün. Terste. Ach so, ja, dich. Na. Wie süß, dass Terste mich nicht verpetzt. Ja, ich bin jetzt hier gelb. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, Terste war die ganze Zeit bei mir. Da kann es nicht sein.
Doch, der kam aus Armory raus. Nein! Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass er es ist. Ich habe nur gesagt, dass er mir mit mir gelaufen ist und die Leiche gefunden hat. Gnu, hast du heute Abend schon was gegessen? Ach so, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, gut. Aber ich habe auch gerade eine Wärmflasche. Gnu, auch wenn ich grün bin, ich bin übrigens kein Gras. Also du brauchst mir nicht die ganze Zeit hinterher rennen. Gibt also. Es einen ich mag aber neutralen, vegetarisch. Der Leichen essen kann? Also Vulture? Ja, Vulture ist er. Ja. Ja. Gibt es einen Imposter, der Leichen essen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der anders ist. Ich habe Cleaner ausgemacht. Für, das ist keine Verwirrung. Ach, Cleaner, ja. Ich habe die ganze Zeit an Kannibale gedacht. Wie Cannibal Duck. Wenn alle auf ist, er muss vier Leichen aufessen und dann wird er gewonnen, Crunchy. Ja, Gnu, da muss ich noch ein bisschen reinhängen, ne? Er hat ja erst eine, ne? Dann noch Zeit. Ist Gnu, oder? Ich hab meine Periode, da schmeckt alles. Gnu, habt ihr denn zusammengearbeitet? Also war das so wie ich töte, du isst? Oder? Es lag da halt einfach auf dem Boden, das mache ich öfter. Könnt ihr mich bitte noch ein bisschen essen lassen? Auch der Evil Guesser, hab bitte ein bisschen Mitleid. Komm, jetzt bin ich eh schon exposed. Jetzt bin ich eh schon komplett nackt vor euch. Nee, der Einzige, der komplett nackt vor uns ist, ist Terste. Ja, Terste ist stimmt. Aber ungewollt. Kann man ihn überhaupt voten oder fliegt dann irgendwer? Nee, kann man, aber er morpht jetzt, Achtung, er morpht jetzt in der Runde wieder von Chantau zu Matteo zurück. Perfekt. Ja, bin jetzt wieder grün. Danke, Biri. Ist aber total nett, dass die mich nicht umbringen, ne? Also, finde ich schon echt nett, dass ich jetzt weiter essen darf. Eat. Eat. Flop, weg. Ich meine, die wissen ja, was ich bin. Ich bin wie so ein Aasgeier. Ich warte eigentlich nur, bis es Leichen gibt und dann wird aufgesaugt. Nee, ich bin nicht böse, ich bin neutral. Ich esse halt nur Leichen. Ich esse halt nur die, Tottiere auf Boden. Eigentlich muss ich nur warten, bis getötet wird, ne? Die Leute, also die Imposter werden mich eh nicht töten, weil ich bin ja praktisch für die, ne? Deswegen hat mich jetzt auch kein Evil Guesser umgebracht, weil ich clean ja ab. Ist ja gut für die. Eigentlich sollten, also wenn jetzt ein Imposter schlau ist, wird er mich mitnehmen mit sich. Und dann könnte ich direkt snacken, ne? Aber ich, oh da, Snack. Ja, genau so. Ey, was war das jetzt? Ah, okay. Snack. Warte mal. Ich würde gerne wieder was sehen. Ah, da, du warst. Ah, okay, gut. Dann laufen wir zusammen. Komm. Ich snack dir alles weg. Ich verspreche es dir. Komm. Er hat gerade jemand infiziert, der Dalu, glaube ich. Ich glaube, Dalu hat gerade jemand infiziert und Dalu. Ja, Snack. Nein. Nein! Lumenti, ich dachte, es fehlen noch zwei. Ich wollte noch einen killen. Ich dachte auch, dass noch einer fehlt. Genau, ich wollte noch einen killen, dann reporten und dir dann das zeigen. Wait, haben wir das doch auf drei eingestellt? Das wäre ungünstig. Tut mir leid, Lumenti. Alles gut. Ich dachte, auch noch einer fehlt. Ja, genau so. Ich dachte, einen brauchst du noch, den kill ich, reporte ich und dann gebe ich dir das. Ich dachte aber voll nett, dass du mich gerade fütterst. Ja, ich hab gefüttert aus Eigennutzen. Gnu, wie viele musstest du essen jetzt? Drei oder vier? Drei. Drei? Ja, sehr schwer verdaulich. Ja, ich dachte, es waren vier. Hat richtig Spaß gemacht, aufzuräumen. Toll, Gnu. Direkt so, wie der Yoshi. Njom. Ich dachte, das kann Crunchy und Gnu kommen. Okay, das kann ich doch eigentlich nutzen. Die wird doch nichts sagen. Crunchy war besonders crunchy. So, und das war's mit der weiteren Among Us-Folge. Wenn ihr also Bock habt, künftig mehr zu sehen, Leute, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich auch sehr freuen. Dann spielen wir weiter Among Us. Danke fürs Zuschauen. Jetzt raus!